Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Mafia 2 Definitive Edition. Ja, ich werde mich immer ein bisschen beeilen, damit wir das Geld wegbringen können. Bevor wieder Polizei kommt, wir werden ja nach wie vor gesucht. Aber ich glaube tatsächlich, dass es nicht mehr... Oh, da kommt Bulma. Dass es nicht mehr allzu lange gehen wird, das Spiel. Aber wir werden sehen. Was stimmt denn mit seinem Gang nicht? Hey, ich muss Bruno sprechen. Hast du das Geld? Ja. Dann komm rein. Okay. Du hast Glück. Wir wollten gerade wegfahren. Guten Abend. Hast du mein Geld dabei? Oder kommst du, um die Frist zu verlängern? Hier ist es. Ich muss zugeben, das ist ein wenig überraschend. Ich habe gehört, es gab ein paar Komplikationen. Das stimmt. Ich höre, Henry ist tot. Es tut mir wirklich sehr leid. Isaac, zähl das nach. Eure kleine Unternehmung war also von Erfolg gekrönt. Sie haben Ihr Geld, oder? Sicher, sicher. Ich frage nur, weil die halbe Stadt Kopf steht. Die Chinesen glauben, die Italiener sind auf sie losgegangen. Und nun greifen sie Vinci an. Das ist wirklich nicht gut. Hat das etwas mit dem Geschäft zu tun, das ich euch finanziert habe? Tut mir leid, Bruno, aber das ist unsere Sache. Danke, Isaac. Damit wäre die Schuld wohl beglichen. Ich weiß nicht mal, wie du heißt. Vito. Vito, wie noch? Vito Scaletta. Ah, Scaletta. Ich kannte mal einen Scaletta. Aber ich muss sagen, du zahlst deine Schulden zuverlässiger zurück als er. Er hat seine arme Frau darauf sitzen lassen. Also Sie haben meinem Vater das Geld geliehen. Deinem Vater? Tja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Es scheint dir nicht zu gefallen. Aber habe ich ihn gezwungen, sich Geld zu leihen? Dich habe ich doch genauso wenig gezwungen. Wenn du mal wieder Kredit brauchst, weißt du, wo du mich findest. Klar, sicher. Halsabschneider. Ein Mann muss seine italienische Abstammung... Kapitel 15. Was? Per aspera ad astra. Öster Bay, 26. September 51. Wahrscheinlich heißt es aspera ad astra oder so. Und ich konnte nicht schlafen. Astra. Es sah übel aus. Und wurde zunehmend übler. Irgendwann würde alles aufliegen. Und dann hätten wir Falcone, die Chinesen und Vinci im Nacken sitzen. So hatte ich mir das nicht vorgestellt, als wir anfingen. Ich hatte vom großen Geld geträumt, von Autos, schönen Frauen, von Achtung und Freiheit. Ich hab's bekommen, aber ich musste dafür bezahlen. Gefängnisstrafen. Leben in Angst. Und dem Tod meiner Freunde. Lange hatte ich mich durchlaviert. Doch nun holte mich alles ein. Es war nur noch eine Frage der Zeit. Und wieder mal klingelt das Telefon. Bei der Arbeit. Ja, hallo? Vito? Hier, Eddie. Hör mal, du müsstest... Lass mich raten. Ich soll schleunigst zu dir kommen. Und zwar bewaffnet. Ausnahmsweise nicht. Du sollst zu Carlo ins Planetarium kommen. Weißt du, worum es geht? Nein, aber fahr lieber gleich mal hin. Carlo mag's nicht, wenn man ihn warten lässt. Bis dann, Vito. Oh, das klingt ja vielversprechend. Unsere alltäglichen Klotten. Mal kurz eine Cola reinzischen hier zum Frühstück. Zack. Was ist das? Ist Cola-Sirup oder was? Aber so viel hat er hier gar nicht, ne? Auf jeden Fall viel Cola-Sirup. Was ist das da? Ein paar Kochbücher hier.
Okay, reicht. Muss reichen. Komm. Oh, geil. Cabrio-Zeit, oder? Was ist denn hier los? Mr. Scaletta, würden Sie bitte einsteigen? Hey, alter Mann, was machst du denn hier? Verflucht, steig schon ein. Los jetzt! Und Sie sind... Das ist unser Freund, Mr. Chu. Okay, also was läuft hier? Es geht um dich, Vito. Du hast schwer Scheiße gebaut, oder? Hast einen scheiß Krieg angezettelt. Keine Ahnung, wovon du da redest. Arsch mich bloß nicht, Kleiner. Ich hab schon mehr von diesem Metier vergessen, als du je lernen wirst. Die Hälfte unserer Leute ist tot, die Hälfte von Mr. Chu's Leuten ist tot und jetzt sitzt uns allen die Bundespolizei im Nacken. Alles deinetwegen. Leo, hör zu. Hörst du? Wäre ich nicht gewesen, wärst du schon längst mausetot. Wo guckt er hin? Also er. Deshalb sperrst du jetzt die Ohren auf und hörst mir genau zu. Diese Chinatown-Sache, daran war doch nur dieser Schwanzlutscher Henry schuld, oder? Ja. Weißt du, für wen er gearbeitet hat, bevor er gestorben ist? Er wurde abgeschlachtet. Er hat für die Bundespolizei gearbeitet. Er war ein Scheißspitzel. Deshalb haben Mr. Chu's Männer mit ihm abgerechnet. Und deshalb ist die Bundespolizei jetzt hinter Carlo her. Aber ich lasse meine Freunde nicht im Stich. Du hast mir geholfen, also helfe ich dir. Ich habe mich für dich stark gemacht. Du kriegst eine Chance zur Wiedergutmachung. Okay, lass hören. Tu uns einen Gefallen und erledige Carlo. Und wenn ich's nicht tue? Dann stirbst du. Frank und der Rest der Kommission wollen deinen Kopf. Mr. Chu übrigens auch. Vergiss nicht, dass du dich für einen Spitzel verbürgt hast. Glaubst du, Carlo lässt dir das durchgehen? Du kannst dein Testament machen. Wann? Sofort. Jede Minute, die wir warten, ist ein Geschenk für die Bullen. Er hat sich in seinem Observatorium verkrochen. Womöglich ahnt er was. Man kann über Carlo sagen, was man will. Aber blöd ist er nicht. Okay. Lass mich aus. Denk dran, Kleiner. Das ist deine letzte Chance. Warum sind ihr jetzt alle so patzig zu mir? Was ist los? Ich hab nichts gemacht, Alter. War genauso überrascht wie ihr, dass Henry ein Spitzel ist. Warum läuft er alleine durch den Regen? Zu Fuß, ohne Auto. Toll. Vielen Dank auch fürs Rauslassen. Och, Kind, zieh dir was an. Die stalkt mich doch auch, die sieht man überall. Wie ein Profi. Dann werden wir mal Carlo erledigen. Um unseren eigenen Arsch zu retten. Aber der Alte ist gut. Er sollte eigentlich gar nicht mehr hier sein. Wir haben ihn in seinem Pyjama weggebracht. Und er taucht ja einfach wieder auf. Der hat Nerven. Das darfst du keinem erzählen. Weiter, weiter, immer weiter. Das Krankenhaus. Oh Gott, was ist schon wieder los, ey? Ich bin immer müde.
was macht unser großer Freund Joe eigentlich? Die Route hier sind wir auch schon 100-mal gefahren. Ey, 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 ey. Eiskalt weggerammt. Da-di-da-da. Entschuldigung, ich hab keine Ahnung, was los ist. Das viele Töten hier macht mich müde. Versteckt er sich in seiner kleinen Wohnung oder hat er hier eine Riesenvilla oder so? Oh ja. Anständig parken, also zack. Das reicht. So. Hallo. Die alle wissen, dass wir kommen. Hey Jungs. Hey Vito. Der Boss will dich sehen. Gut, ich will ihn auch sehen. Einen Moment noch, Vito. Ich muss dir deine Knarre abnehmen. Klar. Bedien dich. Okay. Kurzer Prozess. Locker flöckig. Aha. Die spinnen doch die Römer. Hä? Zeig dich. Das war definitiv ein Treffer eben. So. Jawohl, sehr schön. Oh. Da hinten versteckt sich irgendwo noch einer. Okay, dann doch drinne. Achso, Waffen darf ich gerade nicht nehmen. Okay. Voll in der Backe. Ja.
Wo ist der? Der ist aber stabil weggeflogen, ne? Da ist er! Fliegen! Geht in Deckung, los! Ich stehe doch hinterm Balken, wie? Wieso? Schon wieder ganz von vorne. Wie treffen die mich? Drecksau. Weg damit. Zeig dich, Arschloch. Hey, wo kommt der denn her? Ah, Meisterschütze. Aber einer ist da noch. Da ist er. Guck mal bitte. Dankeschön. Habt ihr gesehen, er hat ein Auge gemacht. Junge, Junge, Junge. Was ein Scheiß. Hallo. Vito hier. Rechts und links stehen die bestimmt, ne? Hallo? Tut sich nichts. Da haben wir noch einer. Der müsste ja eigentlich dastehen. Oh ja.
bleibt nicht. Wieso denn? Da oben, du alte Drecksau. Komm mal runter. Schweinebacke. Richtiger Hinterhältiger. Da, kommt Waffe, kommt runtergerollt, wie im James Bond Film. Er nimmt sie und bumm. Hallo? Oh, wieder zwei weniger. Sah nicht gesund aus. Nicht die Taube. Ein bisschen was zu futtern wäre nicht schlecht. Oder eine Cola oder so. Wir könnten jetzt eine Coke vertragen. Oder ein Mentos oder so. Können wir mal Hallo sagen. Stell mich jetzt mal hier hin, vielleicht sind sie so doof und kommen hier hoch. Also, es gibt immer einen Doofen in jedem Team. Den hier Doofen habe ich gefunden. Oh fuck. Oh ja. Nerv getroffen. Erstmal musste der Besen weg. Sehr gut. Was Brauchbares hier? Nö. Ja, nichts. Oh.
Boah! Scheiße, Arschloch! Wurde es getötet. Toll. Oh, wieder von vorne. Toll. Mann, Mann, Mann. Wo bist du? Oh ja, den habe ich noch einen mitgegeben. Alter, der hat ja die ganze Zeit versteckt, der Hanswurst. Kurz erholen. Der hat ordentlich einen ins Gesicht gekriegt. Wir wissen ja, da kommen gleich zwei. Komm, sei mutig. Zeig, dass du ein... Zeig dich! Komm schon! Scheiße, worauf wartest du? Da ist er noch! Ach komm! Ich dachte schon, ne? Der möchte nicht sterben. Okay. Jedenfalls sehr viele interessante Dinge, die man sich bestimmt gerne angucken würde, wenn man nicht gerade hier im Mafia-Krieg stecken würde. Hallo? Ah, wer kommt denn da? Dich haben sie geschickt? Das ist eine Frechheit. Was haben sie dir gesagt? Leg Carlo um und alles ist vergeben? Glaubst du ernsthaft, die lassen dich vom Haken nach allem, was du getan hast? Du hast doch keine Ahnung von den größeren Zusammenhängen. Aber dein Kumpel Joe hat den Durchblick. Nicht wahr, Joe? Verdammt, was soll das? Genau das könnte ich dich auch fragen. Loyalität ist eine komische Sache, hä? In unserem Geschäft gibt's keine Freundschaft. Hat dir das der gute Leo nicht beigebracht, als du ihm im Knast den Schwanz gelutscht hast?
Du bist nur eine Schachfigur, Vito. Mehr bist du nie gewesen. Wann begreifst du das, Angie? Joe, du musst mir jetzt vertrauen. Glaubst du, die Bundespolizei juckt mich? Oder die alten Säcke von der Kommission? Die benutzen dich nur. Genau wie Clementi dich benutzt hat. Genau wie ich dich benutzt habe. Genau wie der dreckige Spitzel Henry dich benutzt hat. Du hast dich für dieses Stück Scheiße verbürgt, hast ihn bei mir angeschleppt. Und jetzt wirst du elender Schwachkopf dafür büßen. Jetzt, Joe. Hey, falls du vorhast abzudrücken, tu's einfach. Worauf wartest du? Vito! Knallen wir den Schwanzlutscher ab. Über wie geredet haben, Joe. Willst du das alles wegwerfen? Blick ihn um! Zwei. Sofort! Huch! Wir dürfen nur nicht zu nahe kommen, Alter. Ich kann es versuchen. Keine Kraftausdrücke, Freunde. Hey, jetzt ist es auch unfair, die sind von hinten gekommen. Ich glaube, ich gehe direkt hoch. Hier ist, glaube ich, gut. Glaube ich. Idiot, du hast keine Chance. Alle kannst du nicht umlegen. Du bist komplett wahnsinnig. Ich freue mich schon drauf, wenn du krepierst. Los, wird's bauen! Sie sind nur zu zweit! Erstmal holen hier, Alter. Ach, das ist er! Hab ihn! Weißt du was, Carlo? 10 Jahre lang habe ich nur Leute umgelegt. Ich habe sie für mein Land umgelegt. Oder für meine Familie. Ich habe jeden umgelegt, der mir in die Quere kam. Aber diesmal... Diesmal tue ich's für mich. Scheiß! Scheiß Wichser! Ich will nur hoffen, dass du weißt, was du hier machst. Keine Sorge, alles bestens. Wirst schon sehen. Tja, was hat er denn von dir gewollt? Oh, nichts. Er hat mir ein Angebot gemacht. Weiter nichts. Ja, da wäre ich auch drauf gekommen. Was für ein Angebot? Ich sollte dich erledigen. Dafür wollte er mich zum Kapo machen mit einer eigenen Truppe. Eben das, was ich mir schon immer erträumt hatte. Ach so. Und warum hast du es nicht gemacht? Du schuldest mir noch $5, Mann. Du schuldest mir noch $5. Richtige Freunde.
Echt gedacht, Joe wird uns töten. Aber Joe ist unser Buddy. Ah ja, ich muss die Tür nehmen. Scheiße, was soll das denn? Schon gut, Joe. Alles erledigt? Erledigt. Na prima. Dann haben wir ja was zu feiern. Los, fahren wir ins Bordell. Ey, gute Idee. Na komm, Vito. Wir haben noch ein bisschen was zu besprechen. Okay, dann treffen wir uns dort. Okay, was ist das große Geheimnis? Hey, hey, was ist denn jetzt los? Wo wollen die mit Joe hin? Sorry, Kleiner. Die Sache läuft ohne Joe. Die Joe umgebracht haben? Man weiß es nicht. Oh, das war's. When you're smiling, nice. When you're smiling, ja, was gibt's zu sagen? Das Ende, ja, ich hätte jetzt vielleicht gedacht, dass sie mir noch sagen, was aus Lito wird, weil bei Teil 3 ist er ja mehr so ein gebrochener Mann. Aber ja, das mit Joe. Bisschen billig, finde ich. Auch jetzt hier unser Kumpel Opa hier. Irgendwie auch voll der Pimmel. Vielleicht hätten wir ihn kalt machen sollen. Weiß es nicht. Dann hätte vielleicht aber Joe überlebt. Naja. Gut, trotzdem ein geiles Spiel. Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ihr könnt mir gerne was da lassen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Und bin sehr dankbar dafür, dass ihr zugeguckt habt. Danke auch an all diese Leute, die jetzt wieder aufgeführt werden. Mache ich immer so, wisst ihr. Die Leute müssten geehrt werden, denn ohne diese Leute würde es dieses Spiel nicht geben. Und mit vielen anderen Leuten würde es viele andere Spiele nicht geben. Deshalb muss man sie ehren. Und das sind die Credits. Guckt sie euch an. Ich lasse euch damit jetzt alleine. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Bleibt der Familie treu und ich hoffe, ihr seid bei meinem nächsten Wir spielen wieder mit dabei. Und bis dahin, Freunde. Ciao, ciao. I'm the Sheik of Araby. Put no turban on. Your love belongs to me. Put no turban on. Oh, at night when you're asleep. Put no turban on. Baby, into your den I'll creep. Put no turban on. And the stars that shine above. Jumping as a jaybird. We light our way to love. Jumping as a jaybird. And you'll rule this crazy land with me. Jumping as a jaybird. I'm the cheeky man. That's who I be. That's who I be. Look out now.
Thank you.